Herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des blühenden Landkreises Ravensburg 2022. Wir sind heute hier in einem besonderen Ort, den ich euch oder Ihnen gleich auch noch näher vorstellen werde. Und Sie sind wahrscheinlich die meisten von Ihnen Teilnehmerinnen, die auch Gemüse angebaut haben in diesem Jahr. Wir haben zum ersten Mal Gemüsesamen mit in die Blühkampagne integriert. Da warst du auch mit beteiligt. Wer du bist, sage ich gleich. Und darüber reden wir heute. Wir haben das ganze Jahr schon darauf hingewiesen, dass es ein großes Event gibt. Dieses Event ist heute. Wir reden über Saatgut, wir reden über Gemüseanbau, wir reden über hybride Saatgutsorten. Sie haben Ihre Fragen gestellt, auf die wir noch eingehen werden. Und wir freuen uns sehr auf eine wahrscheinlich sehr kurzweilige Stunde mit Ihnen. Mein Name ist Peter Aulmann von der Elobau Stiftung und neben mir steht Patrick Kaiser. Patrick Kaiser ist ein wirklich besonderer Typ. Den hatten wir ganz am Anfang unserer Kampagne im März schon mal bei uns. Da hast du schon ein bisschen was erzählt und wir haben schon gemerkt, deine Passion ist Saatgut vermehren. Wie kam es dazu? Ja. Damals von meiner Indienreise, wo ich mit dem Fahrrad nach Indien runtergereist bin, geradelt bin, bin ich auf ganz viel Landwirtschaft gestoßen. Alle paar Kilometer neue Sorten, riesige Vielfalt, immer bunt, farbig auf dem Teller, wo ich mich gewundert habe, wo ist es bei uns hin? Und seitdem eben das meine Leidenschaft ist, die alten Sorten wieder hier zu beleben und in die Gärten zu bringen. Wie viele ungefähr, könntest du dir vorstellen, hast du hier an Kulturen, an verschiedenen? Also im Keller warten so 2000 langsam drauf vermehrt zu werden. Aber im Jahr schaffe ich meistens nur so 300 bis 500 verschiedene Sorten auf die Flächen zu bringen, das Saatgut zu vermehren und letztendlich nur die Sorten, die am besten wachsen und am besten gedeihen, werden dann auch wieder als Saatgut in die Gärten verbreitet. Darauf gehen wir ganz ausführlich ein. Wir wollen Ihnen aber gerne am Anfang noch ein paar ganz kleine oder wenige Bilder zeigen von Saatguterfolgen, die Sie zu Hause hatten. Moritz, du wirst uns gleich noch ein paar Bilder einspielen. Einmal von den Karotten. Die Beatrice Lehan hat uns da zwei Bilder geschickt. Das sind Karotten, die nicht nur orange sind, sondern sie sind auch violett und alle möglichen Farben. Und die Rückmeldungen waren, schmecken extrem lecker bei den Personen, bei denen sie eben auch gekommen sind. Das sind zwei Bilder. Dann haben wir die Eiszapfen. Das ist eine Radieschenart. Das hat uns die Irmtrud Gründler geschickt, dieses Foto. Auch ein guter Erfolg, glaube ich. Und da haben viele Leute geschrieben, die schmecken besonders lecker und vor allem überraschend lecker. Dann gibt es aus deiner Zucht Bohnen. Da haben wir auch von der Irmtrud Gründler zwei Bilder bekommen von Bohnenstauden. Welche Sorten das sind, gucken wir uns vielleicht gleich mal an, weil du auch die Samen dazu uns noch zeigen wirst. Und dann gab es die Tomaten, die Basel, Bieter, Röteli. Und da haben wir insgesamt vier Bilder. Eins ist übrigens sogar von mir auf meinem Balkon entstanden. Tatsächlich aus diesem kleinen Saatkörnchen ist eine schöne Tomatenpflanze geworden und hat den Salat garniert mit Basel, Bieter, Röteli. So. Das letzte Bild von den Tomaten, ein großes, breites Bild. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt gerade sehen, noch schnell. Das ist von der Andrea Renzler wunderschön gelungen. Sie hat erst gestern uns dieses Bild geschickt und hat dazu geschrieben, dass sie begeistert ist von der Keimfähigkeit dieser Samen und vor allem von dem Ernteerfolg, den sie bisher schon erzielt hat. So soll es sein. So soll es sein. Lieber Patrick, wir wandern im ersten Schritt durch deinen Garten. Ich glaube, man hat schon so ein bisschen sehen können, wie groß und wie vielfältig dieser Garten ist. Wir zeigen ein paar spannende Sorten. Wir erzählen, wie man Saatgut gewinnt. Wir beantworten nachher auch noch Ihre Fragen, die uns schon eingereicht haben. Sie können auch in den Chat parallel noch Fragen stellen. Und da wird der Moritz oder wir auch nachher gemeinsam auch noch dazu antworten. Ich würde sagen, nicht viel Zeit verlieren. Wir haben nur ein Stündchen. Sie wollen ja alle zur Tagesschau wieder vor einem anderen Fernseher sitzen. Werden wir jetzt mal loslegen, oder? Du zeigst uns mal die erste Station der Bohnen. Es gäbe viel zu sehen. Ich heb mal ein paar Dinge hervor. Genau. Ja. Wir können gerade hier drüben mal anfangen. Ein ganz großes Thema ist bei mir vor allem einfach die Hülsenfrüchtevielfalt, denke ich, ganz wichtig für die Zukunft. Es geht ja einfach um pflanzliche Eiweiße, also Protein, dann um die Bodenfruchtbarkeit, wo wir gerade sehr viel verlieren und auch einfach, dass wir Sorten auf die Äcker bringen, die blühen. Und eine so eine Traditionssorte oder auch ein Kulturgut wäre zum Beispiel die Schwabenbohne. Das sind Feuerbohnen, die wachsen hier sehr, sehr hoch hinaus. Man sieht es, die erreichen quasi bis zu 3-4 Meter Höhe hier auch, soweit sie halt bei mir klettern können. Und hier sind tatsächlich jetzt auch schon ein paar Kerne reif. Das können wir auch gleich thematisieren.
Da haben wir ja einige Sorten jetzt auch mit verschickt, die eben besonders einfach zur eigenen Saatgutgewinnung sind. Da frage ich auch gleich mal, sollte die Bohne, weil das waren auch Fragen, die wir bekommen haben, sollte die Bohnenschote so trocken sein, bevor man was rausnimmt? Reifes Saatgut rausnimmt, genau. Also möglichst, das ist das Angenehme an Bohnen, die kann man bei der Saatgutgewinnung zumindest auch mal am Stock vergessen. Die lasse ich also auch, weil ich sehr viel zu tun habe, auf meinen Flächen bis in Herbst reinhängen und macht denen gar nichts aus. Die trocknen hier sehr schön ab, reifen ab, sie also dann ganz rösch werden lassen hier, sodass sie auch dann leicht aufgehen. Und dann kann ich mir also diese schöne Trockenkerne hier einfach rausholen und habe dann im Prinzip sowohl meine Speiseware direkt, wo ich jetzt im Winter irgendwie schmackhafte, saure Bohnen mit Spätzle zubereiten kann, oder natürlich dann auch direkt fürs nächste Jahr wieder meine wertvollen Samenkörner, also nicht alles aufessen, auch wenn sie noch so lecker schmecken, auf jeden Fall ein paar zurückbehalten. Gerne nochmal im Wohnzimmer oder so ein bisschen nachtrocknen und dann am besten in ein geschlossenes Marmeladenglas aufbewahren. In Keller stellen oder in den Kleiderschrank dann fürs nächste Jahr, damit die dann wieder gut gedeihen. Oder auch noch, weil das war auch eine Frage übrigens von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ob es sich lohnt, auch eine geringe Menge Saatgut, wir hatten ja dazu aufgerufen, an uns zu schicken. Ich sage nachher nochmal am Schluss die Adresse, wohin. Und die Antwort lautet ja, auch geringe Mengen von Saatgut freuen uns. Der Patrick wird es dann weiter verarbeiten. Absolut, es fängt immer klein an. Das ist das schöne Symbolische auch bei Saatgut. Aus Kleinem entsteht Großes. Wenn ich auf Sortensuche bin, mit dem Fahrrad die Dörfer abradel und alte Sorten suche, dann fange ich immer mit einer ganz kleinen Hand 15 Körner von irgendeiner Bohne an und vermehre die dann über die Jahre hoch und kann sie so verbreiten. Auch bei der Alblinse, die ja wieder sehr erfolgreich geworden ist, ist losgegangen mit so einer kleinen Hand aus Russland und dann hat man sie hier wieder super beleben können. Ich bin jetzt auch Schwabe, jetzt interessiert mich noch kurz, warum heißt die Schwabenbohne? Ist das irgendwas, was uns in schlechtes Licht rückt? Nee, in Süddeutschland hat man einfach sehr, sehr lange Hülsenfrüchte gegessen, war also da sehr gesund unterwegs. Die Kartoffel ist hier erst später angekommen und hat das Ganze abgelöst. Traditionell hat man sich über den Winter auch sehr viel von Hülsenfrüchten ernährt und dann war das vielleicht für die anderen aus Deutschland so was Schwäbisches, das machen halt die im Süden. Die haben dann nicht die Kartoffel und essen dann ihre saure Bohne mit Spätzle. Gerade die Kombination ist ja auch Spätzle halt schwäbisch. Von dem her hat es dann irgendwie wahrscheinlich den Beinamen auch Schwabenbohne da bekommen. Man findet es in der alten Literatur, ein paar Rezepte zur Schwabenbohne und die würden wir jetzt gern wieder reanimieren. Braucht natürlich was zum Klettern. Also hier habe ich so an solche Stangen dran. Man kann es aber auch wunderbar an Sonnenblumen oder Mais, können wir nachher auch nochmal zeigen, gedeihen lassen, sodass es auch interessant wäre für Landwirte zum Beispiel, die es mit in den Maisacker nehmen können. Patrick, wenn wir da schon sind, wir haben eine Frage, die ziehen wir jetzt einfach mal vor. Ja. Wenn eine Bohne sehr hoch wird, ist gefragt worden, hast du eine Idee? Ich meine, ich sehe, wie du das hier machst. Du machst einfach dann mal eine Stangenverlängerung. Aber wie sieht das ideale Bohnenklettergerüst aus? Also genau, Bohnen können erstaunlich hoch wachsen. Ich glaube, der Weltrekord liegt bei 14 Meter, wo jemand eine Bohne hochgezogen hat. Also man kann es schon, wenn man optimistisch auch ist, in Hausnähe gedeihen lassen, dass man immer noch irgendwo zu einem Fenster hoch eine Schnur spannen kann, wo sie einfach weiterklettern kann. Ich mache es jetzt sehr gerne an so alten Zäunen. Klassisch wären natürlich die Bohnenstangen. Und es macht der Bohne jetzt auch nichts aus, wenn sie wieder nach unten wachsen muss. Also sie klettert halt so hoch, wie sie im Garten kann, wie hoch halt die Bohnenstange ist. Feuerbohnen klettern gerne schon so auf 3-4 Meter zumindest. Die normalen Stangenbohnen, wo wir auch im Versand hatten, die sind eher bei so 2-3 Meter. Kann was Natürliches sein, wie Sonnenblumen, es kann irgendein Zaun sein oder auch irgendeine Schnur, die man in irgendeinen nächsten Baum hochspannt oder so, wenn man es weiter klettern lassen will. Zur Ernte dann muss man aber nicht hochklettern, sondern man kann die zu sich runterziehen. Genau, wir haben es dieses Jahr auch experimentell mal im Hopfengarten, da ist die Bohne auch ruckzuck, also gerade die Feuerbohne auf 6 Meter hochgeklettert, die werden wir wie den Hopfen dann einfach als Ganze runter. Schön, das ist mal das Thema Bohne. Ich gucke immer so ein bisschen. Genau, weil wir diese da gibt es natürlich noch viel dazu aber zu sagen. Wir haben noch einen Weg vor uns. Wir haben noch einige andere Kulturen, die wir hier kurz einblenden wollen. Gehen wir gerade mal hier mit rein in den Garten. Hier sehen wir zum Beispiel vielleicht gerade schon markant hier an der Seite, kennen vielleicht auch die ein oder anderen schon von den Zuschauern, der ist lange in Vergessenheit geraten, war so vor 300 Jahren verbreitet beim Kaiser Wilhelm, ist der Palmkohl, quasi eine Urform mit vom Grünkohl hier, das ist schön dunkelgrüne, kommt in den Pfannengerichte eigentlich sehr gut zur Geltung, man kann Bruschetta draus machen mit Palmkohl oder tolle Rohkostsalate auch. Er hat was sehr Nussiges und ist deutlich milder. Für alle, die keinen Grünkohl mögen, ist es auch eine tolle Sommervariante, dann einfach mit dem Palmkohl zu arbeiten, der jetzt wieder stark im Kommen ist. Ja. Aber auf dem Markt selten zu finden ist, oder, liebe Zuschauer, noch haben Sie schon mal sowas auf dem Markt gesehen? Das ist schon ein sehr spezielles Sorte. Noch selten, aber im Kommen. Also Grünkohl war ja lang ganz aus dem Trend. Jetzt kommen gerade bei Städten wie München die Gärtnereien teilweise nicht mehr hinterher, da LKW-weise Grünkohl reinzufahren, da die Smoothie-Szene
einfach danach schreit und sagt, ja, da ist Grünkohl irgendwie sehr gut und da wäre auch der Palmkohl eine tolle geschmackliche Variante. Da dreht sich auch gerade was. Ja? Also ich habe in der Vorbereitung auch Zahlen gefunden, dass inzwischen jeder oder 4 von 5 Gartenbesitzern sich für den Gemüseanbau interessieren. Also der Trend geht zum eigenen Gemüseanbau, testweise. Vielleicht auch viele, die es bei uns jetzt probiert haben, zum ersten Mal jetzt mit, mit dem Saatgut, das wir da bereitgestellt haben. Ist eigentlich eine schöne Entwicklung, dass man sich auch ein Stück weit selber versorgen kann. Wann hast du dein letztes Gemüse selber gekauft? Da müsste ich arg zurückrechnen. Vermutlich in irgendeinem Urlaub, da nehme ich mir meistens immer noch eine Kiste von meinem Gemüse mit. Aber wenn es dann doch mal länger ist, dann geht es irgendwann aus. Dann erkunde ich auch gern die lokalen Märkte. Vielleicht kommt da auch wieder die ein oder andere Sorte zu mir im Garten mit nach Hause. Hm. Aber wenn ich hier vor Ort bin, dann kann ich mich vor Gemüse eigentlich nicht retten. Genau. Ja, ich esse so viel ich kann und der Rest wird zu Saatgut. Das ist bei mir auch ganz entspannt. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn es weiter wächst. Ja. Dann habe ich halt wieder Samen. Da müssen wir am Schluss auch noch mal drüber reden, wie man das, ob es eine Generalisierung gibt, wie man Saatgut gewinnt. Aber wahrscheinlich ist ein Trick ausreifen lassen. Ne? Ja, genau. Einfach mal blühen lassen, was schießen lassen. Ja, das sehen wir ja nachher auch noch Salat, hast du gesagt. Ja. Genau, das sehen wir jetzt immer wieder auch an der Seite. Da gibt es tolle bunte Spinate hier wie den Federkohl, wo auch irgendwie die Blüte ja optisch absolut was hermacht und die man toll als Spinat hier mit den Blättern und den Blüten zubereiten kann. Mhm. Natürlich habe ich auch sonst überall noch normale Blüten. An der Stelle wäre vielleicht noch interessant, das Drei-Schwestern-Prinzip hervorzuheben. Ist ja auch gerade ein großes Interessenfeld so Richtung Permakultur oder einfach Dinge, Mischkulturen zu kombinieren. Man hat wenig Platz im Garten, also möchte was, wie kriege ich das Maximum auch raus aus meinen Beeten? Da nutzt man also quasi die Multifunktionalität der Pflanzen. Also man probiert zum einen, die Pflanzen so in ihren Höhen zu kombinieren, dass das Licht optimal ausgenutzt ist. Also nicht nur irgendwas am Boden kriechend und dann irgendwo anders wieder irgendwas, wo in die Höhe wächst und wieder woanders irgendwas, was das zum Klettern braucht, sondern das in einem. Und ein Traditionssystem aus Lateinamerika, vom Milpa-Anbau herkommend, sind die drei Schwestern. Mit Kürbis, Mais und mit Bohnen. Das sehen wir hier unten, sind auch ein paar schöne. Genau, das sind in dem Fall jetzt Kugelzucchini gäbe, die ich hier, die sich super füllen lassen, hier mit selektiere. Und hier habe ich einen schwarzen Mais, in dem Fall jetzt Demorado. Und man sieht ganz schön, dass auch das jetzt eine tolle Kletterhilfe ist. Da muss ich auch gar nichts machen. Die Bohne findet ihren Weg von ganz alleine hier jetzt nach oben zu ranken und setzt mir dann hier in dem Fall auch schöne Hülsen an. Und ich habe halt diese Multifunktionalität, die Bohne fixiert Stickstoff aus der Luft in den Boden, das ist ganz wichtig für den Mais, der verbraucht viele Nährstoffe. Der Kürbis nutzt den unteren Raum, dass auch da kein Licht irgendwie unnötig auf den Boden kommt. Gleichzeitig wächst dann auch weniger Unkraut, weil ja diese großen Blätter mir eigentlich den Boden dicht machen. Es bleibt auch mehr Wasser im Boden, wovon wiederum Mais und Bohnen profitieren. Also das Ganze spielt recht gut zusammen. Ich nutze die unterschiedlichen Höhen und kriege quasi drei verschiedene Erträge auf einem Punkt. Könnte man das in großem Stil auf den immensen Maisfeldern machen, die wir haben? Also nicht, wenn es für Biogas neu ist, aber wenn es zum Beispiel der Essmais ist? Gibt es auf jeden Fall Versuche, also zwei Kandidaten zu kombinieren. Gerade Mais und Bohne ist glaube ich, schon ziemlich gut. Da kann man die auch mit dem Mähdrescher gemeinsam ernten. Wenn dann unten noch Kürbis rumliegen, die müsste man wahrscheinlich von Hand erstmal rauslesen. Sonst wird es mit dem Mähdrescher irgendwie dann schwierig. Ja. Aber da ist dann die Technik natürlich wieder gefragt, die passenden Lösungen anzubieten. Vom Wuchs her passen die Dinge recht gut zusammen, auch wenn wir nicht ganz so viel Licht haben wie jetzt in Lateinamerika, sodass man dann eher kleinere Kürbissorten nimmt. Nicht die ganz großen Schnitzkürbisse, die reißen einem das sonst ein bisschen zu Boden. Aber mit den passenden Sorten aus, passt es gut zusammen. Wenn die Dame, die vorher die Frage gestellt hatte, nach diesen Bohnenstangen jetzt gerade zuguckt, das wäre vielleicht auch ein Tipp, oder? Genau. Ja, haben wir vorher vergessen. Man könnte auch eine natürliche Bohnenstange nehmen. Auch so ein Mais, der kann schon seine 3-4 Meter erreichen und ist auch, ähnlich wie Sonnenblumen, die teilweise auch sehr, sehr hoch werden, eine tolle Ranghilfe. Ja. Sag mal kurz noch vielleicht, weil das auch gefragt wurde, was hältst du generell von der Permakultur? Weil das auch so Raum greift als Begriff. Also, dieses Permanente war ja ursprünglich tatsächlich so an dieses Andauernde gedacht. Mittlerweile ist die Definition eigentlich weiter fortgeschritten, dass es wirklich so um Nachhaltigkeit geht. Also nicht nur permanente Landwirtschaft, sondern man kann ja auch überall Permakultur erreichen, einfach Systeme ganzheitlich zu denken. Denn gerade dieser ganzheitliche Ansatz, das ist eigentlich der wertvollste Beitrag der Permakultur, dass man nicht ein kleines System probiert zu optimieren, sondern zu schauen, wie funktioniert alles zusammen, wie sind die Wechselwirkungen und die Multifunktionalität von jeder Pflanze. Was bringt die Pflanze den anderen? Was bringt es für den Boden? Das Gesamtsystem zu sehen. Die Kritik, die ich da manchmal habe, ist, dass es teilweise zu stark vereinfacht wird. Also es gibt tolle Permakulturbücher, tolle Kurse. Manchmal klingt es dann sehr, sehr einfach, dass Menschen dann doch enttäuscht werden, wenn sie es
probieren, daheim irgendwo ein bisschen Saatgut zu verstreuen und dann zu warten, dass da jetzt überall viel geerntet werden kann. Da sind die Gärten zu individuell und Systeme natürlich doch ein bisschen komplexer. Also da muss die Permakultur manchmal darauf achten, das nicht zu stark zu vereinfachen. Aber ja, ich denke, es ist eine tolle Bereicherung, das ganzheitlich zu sehen. Ja. Gut, also die Frage haben wir dann auch zumindest mal ansatzweise besprochen. Da können wir natürlich auch lang drüber debattieren. Du Patrick, weil ich weiß nicht genau, ob das hinten auch noch mal so war. Das Weiße hier, was ist das denn hier auf dem Boden? Genau, weiß, oder kann natürlich auch andere Farben hier haben, ist in dem Fall jetzt bei mir hier die Schafwolle. Das ist leider in Deutschland mittlerweile eher ein Abfallprodukt geworden. Es gibt also kaum noch Spinnereien oder das Kardieren und Verweben ist einfach zu kostspielig geworden. Dafür haben wir zu wenig Wertschätzung für die Kleidung eigentlich entwickelt. Aber es ist ein wunderbares Material, sonst auch zumindest im Garten, bevor es irgendjemand jetzt entsorgen muss. Sind ganz viele, die Schafe halten, eigentlich dankbar, wenn es auch jemand abnimmt. Man findet immer wieder tolle Anzeigen, wo Menschen die übrige Schafwolle auch teilen. Und sie hat viele Funktionen. Sie macht zum einen, dass der Boden feucht bleibt. Hier sieht man es gerade wunderbar. Drunter ist sehr schön feucht, kann man sich gut vorstellen. Das ist wie Watte, das saugt mir den ganzen Regen auf und speichert. Gleichzeitig wächst mir in dem Bereich kein Unkraut. Es mulcht mir den Boden ab. Und im Prinzip ist das ja genauso wie unsere Haare oder unsere Fingernägel alles reiner Stickstoff, was mir also einen großen Düngungseffekt bringt. Im Prinzip, das dauert dann gerade so ein Jahr, bis es abgebaut ist, der Pflanze die ganze Zeit Nährstoffe liefert. Und das ist mir ehrlich gesagt viel lieber, als irgendwie die Hornspäne oder Hornmehl von armen argentinischen Rindern hierher zu führen und damit zu düngen. Und gleichzeitig ist das bei uns ein Abfallprodukt, wo so viele tolle Funktionen bringt, dass es eigentlich noch viel mehr in die Gärten sollte. Ist im Prinzip jetzt mal der erste wirklich wichtige Gartentipp für Sie zu Hause. Wenn Sie das noch nicht gemacht haben, wäre es mal ein Versuch wert. Bei der Gelegenheit, also wenn man so einen ganzen Schwenk mal, vielleicht habt ihr das schon gemacht, ihr zwei tollen Kameramänner, über den ganzen Garten, weil wir das Thema Wasser hatten. Mhm. Wie gießt du jetzt in so einem sautrockenen Sommer wie in diesem? Ja, hier? Also meine Pflanzen müssen da wirklich hart sein. Ich gieße im Prinzip gar nicht. Der Schaugarten hier ist nur eine von meinen Vermehrungsflächen. Ich habe insgesamt 14 Flächen verteilt im Argenteil. Wenn ich da anfangen müsste zu gießen, hätte ich eigentlich keine Chance. Also allein schon wo das Wasser hernehmen, wenn es dann so trocken ist. Ich setze drauf, die Pflanzen so früh wie möglich auf die Flächen zu bringen, damit die dann wirklich auch sehr, sehr tief wurzeln, mit der weichenden Winterfeuchtigkeit quasi mitgehen in die Tiefe, sich da dann Nährstoffe in Wasser holen und über den Sommer auch selbst versorgen können. Das ist wie bei Kindererziehung so ein bisschen, möglichst früh selbstständig kriegen, damit man es später nicht mehr bedienen muss. Sonst muss man nämlich ständig mit der Kanne rennen und die Pflanzen kommen halt auch nicht an die tieferen Nährstoffe. Von dem her, genau, hier habe ich gar nie gegossen. Also diesen ganzen verdammt trockenen Jahrhundertsommer, genau, kein Wasser für alles, was hier grün ist. Mulchverfahren helfen natürlich, und dann Pflanzen auch dicht zu pflanzen, dass sie sich gegenseitig beschatten oder den Boden quasi beschatten, dass nicht so viel verdunstet. Genau, und dass sie möglichst tief, man muss es von Anfang an machen. Ich kann nicht plötzlich umstellen und gar nicht mehr gießen, aber von Anfang an dran gewöhnen. Ja. Du hast gerade gesagt, möglichst früh raus mit den Pflanzen, dass sie tief wurzeln. Das ist ja so eine Gratwanderung. Dann haben viele uns auch gefragt, wie ist es mit den Eisheiligen, wenn man da sorgsam was vorgezogen hat. Ja, und dann, vor allem wichtig, die rechtzeitig abzuhärten. Also gerade die vorgezogenen Sachen nicht auf einen Schlag rauszubringen, sondern langsam an die kühleren Temperaturen zu gewöhnen. Ich habe hier das Glück, ja, mit alten Sorten zu arbeiten. Da sind viele auch robuster. Die kommen ja auch noch aus einer Zeit, wo die Winter richtig hart waren, wo auch so ein Kopfsalat schon so Minustemperaturen aushalten musste. Und die da mehr mitmachen oder sogar von sich aus über den Winter kommen. Ich lasse also immer viel Saatgut auch auf der Fläche liegen und habe dann überall eigentlich schon wieder Nutzpflanzen. Bei empfindlichen Kulturen wie einer Tomate muss man es natürlich abhärten oder die Eisheiligen sich gedulden. Ja. Aber es gibt auch schon ganz viele Kulturen, die man schon sehr viel früher auf die Fläche bringen kann. Traurig aber wahr, bei den steigenden Energiepreisen werden die Wohnungen eh kühler im nächsten Winter. Und dann werden die schon von ausgehärtet, wenn sie auf der Fensterbank hoch vorgezogen werden. Gut möglich. Aber das Wasserthema ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich beeindruckend, dass hier 0,0 gegossen wurde. Also Sie kriegen beim Setzen, wenn ich Pflanzen vorgezogen habe und setze, einen Schluck Wasser, dass sie dann anwachsen. Aber dann war es im Prinzip. Okay. Ein harter Pflanzenpapa. Ich habe noch so andere Leguminosen, Edamame, die Gemüsesojabohne ist ja gerade auch sehr im Trend, jetzt aber eher schon Richtung Saatgut hier oder alte Blühpflanzen natürlich, wie die Strohblumen. Mhm. Einige Sachen sind jetzt natürlich auch schon abgeerntet, die Erbsen, die Kohle, die habe ich natürlich alle schon viel früher wieder reingeholt.
Hier hinten vielleicht noch erwähnenswert, meine Lieblingsdüngepflanze auf die Schnelle ist der Beinwell. Den setze ich auch als Barriere ein gegen das Gras, dass mir das nicht ins Beet reinwächst. Und davon pflücke ich mir also immer wieder frische Blätter, kann das als Jauche ansetzen. Viel angenehmer wie die Brennnessel, auch von der Handhabung. Und es hat nicht nur Stickstoff, sondern vor allem auch noch Kalium und andere Spurenelemente. Blüht wunderschön für die Hummeln. Und man kann es aber, wenn man jetzt nicht als Jauche ausbringen will, auch einfach die Blätter, die sind ja schön groß, den Pflanzen unten als Mulch dazulegen, dann setzt sich das vor Ort und düngt mir die Pflanze. Genauso erwähnenswert vielleicht hier noch als Gartentipp, viele haben ja einen Rhabarber im Garten, aber was ich ganz selten antreffe, leider, ist der Spargel. Man sieht ihn jetzt hier in einem Zustand, wo er schon wieder Kraft schöpft fürs nächste Jahr. Besonders interessant ist natürlich das Frühjahr, dann treiben wir diese Stöcke super viele zahlreiche Triebe aus dem Boden raus. Ich könnte die auch unterirdisch als Bleichspargel ernten. Mir sind sie am liebsten aber als Grünspargel, dann muss ich sie einfach nur oberirdisch abbrechen und habe hier eine tolle Spargel-Selbstversorgung in die Pfanne zu Nudeln, zu Salat. Absolut lecker, sehr, sehr dankbar. Kann ich 30 Jahre lang ernten. Oder noch immer aus der gleichen Pflanze? Immer aus der gleichen Pflanze. Im Herbst knickt es ab? Und, genau, oder jetzt kann ich zurückschneiden und dann vielleicht nochmal drauflegen oder so. Hier sehen wir jetzt unterschiedlich, die sind Männer und Frauen. Bei manchen, wo die roten Beeren dranhängen, das sind jetzt die weiblichen Pflanzen. Ah. Da hätten wir dann auch wieder die Samen drin, hier die schwarzen Körner, auf die es mir da ankommt. Ja. Und Spargelsorten gibt es auch ganz alte, von 1750 und Co., weil die halt als ausdauerndes Gemüse in den Gärten noch ein bisschen überlebt haben. Ja. Beim Rest des Gemüses sind wir ja wirklich schon bei 90% Sortenverlust, die ausgestorben sind. Ja. Und mehrjähriges Gemüse ist für all die Gärtner, die halt gerne ernten und nicht so viel ständig wieder im Beet herumscharren, eine sehr, sehr dankbare Variante. Ja. Ich glaube, extrem wichtiger Gartentipp. Ja, meine Frau zuguckt, weil die isst so gern Spargel, allerdings den Weißspargel von unten, allerdings manchmal auch grünen. Können wir vorstellen, nächstes Jahr haben wir da auch was davon. Tippen auch die meisten Leute nicht. Wenn man die Kartoffel nicht als Gemüse rechnet, sondern als Knolle, ist auch Spargel das am meisten angebaute Gemüse in Deutschland, also in der Landwirtschaft. Klar. Wenn man es hat es noch den meisten Preis, dass Landwirte davon leben können. Von Kopfsalaten und Kürbis ist es sehr schwierig zu leben. Spargel hat dann auch eine ganz gute Preisbildung. Aber im eigenen Garten absolut wichtig. Ähnlich wäre es, Artischocken sind auch mehrjährige Kandidaten. Die sind natürlich jetzt schon verblüht, aber treiben unten auch schon wieder. Da ist aber auch welche geerntet davon, hoffe ich. Genau, mal. Und gegessen. Das sind auch die Stellen, wo ich davon gegessen habe. Dann gehen wir hier mal nochmal in die kleinen Vermehrungsbeete rein. Man sieht schon an manchen Stellen, da hätte man jetzt schon lange die Gurken ernten müssen, hätte man die jetzt für Speisezwecke nutzen wollen. In meinem Fall geht es ja darum, dass die Saatgut bilden. Da dürfen sie also sehr, sehr lange dann auch vor Ort sein. Eben so Geschichten wie Paprika. Ich habe hier alles recht dicht beieinander. Paprika übrigens, also da reden wir vielleicht nachher vorne noch mal drüber, weil das auch eine Frage war, wie kriegt man das Saatgut aus der Gurke entnommen? Bei Paprika ist es relativ leicht. Das ist klarer. Bei all diesen klipperigen Dingen wie Tomate und Gurke und so ist dann die Nassvergärung, die werde ich vorne mal. Das müssen wir nachher besprechen, das ist wichtig. Gerne drauf eingehen. Ah, hier, schau mal, das ist auch. In dem Fall jetzt. Ich glaube, es ist gar nicht ein Kopfsalat. Ein Kopfsalat, richtig erkannt. Wenn man die dann doch mal schießen lässt, manche kriegen ja dann immer Angst, oh, der Kopfsalat schießt und probieren es irgendwie zu vermeiden oder noch schnell abzuernten. Ich glaube, es lohnt sich absolut, die Kopfsalate auch mal treiben zu lassen und dann aussamen zu lassen. Aus einem Kopfsalat kommt nämlich eine erstaunlich hohe Zahl. Fragen wir mal, was Sie zu Hause schätzen. Eine Gedankensekunde, wie viel könnte da wohl drin sein? Genau, so ein bisschen wetten. Samen kommen aus einem Kopfsalat raus? Also wie viel überlegt sich die Natur, muss sie ins Rennen schicken, um wieder neue Kopfsalate wachsen zu haben? Sind es mehr als 100? Mehr als 500. In dem Fall sogar erstaunliche bis zu 10.000 Samen, die aus einem Kopfsalat rauskommen. Also das finde ich einfach eine faszinierende Zahl, wenn man sich vor Augen führt. Wir Menschen kommen da mit unseren 5 oder 10 gekauften Jungpflänzle, machen ein großes Beet frei und setzen da diese 10 Pflänzchen und ärgern uns wahnsinnig, dass jetzt die Schnecke kommt und uns die weg isst. Und die Natur arbeitet mit 10.000, um sicherzustellen, dass da auf jeden Fall wieder was wächst. Und aus dem Aspekt lohnt es sich auch, eigene Saatgutgewinnung zu machen. Dann kann ich aus dem Vollen schöpfen. Da sind die Schnecken erstmal eine Weile beschäftigt, bis sie die Anzahl an Salaten dann irgendwie hinterherkommen. Und in meinem Garten funktioniert das super, dass die Salate sich überall schon wieder selber aussamen. Alle diese Salate, die kommen halt vom letzten Jahr. Da ist so einer, der ist auch nicht eingesetzt. Nee, genau, die kommen halt einfach. Ich kann die ernten, die sind da. Nebendran wäre jetzt hier noch die Pastinake, wenn man die mal schießen lässt. Kriegt man hier natürlich auch schöne Samen, finde ich auch eine sehr dankbare Kultur. Ja. Eine tolle Rübe. Ist jetzt bei mir sehr viel nachgefragt, gerade bei jungen Familien so, auch für Babynahrung oder so, die dann sagen, da ist mir wichtig, dass da kein Spritzmittel drankommt. Mhm. Das mache ich mir einfach selber. Hierum, also wir sehen es überall, diese Kopfsalate, vielleicht kann ich da auch noch mal ein paar Samen zeigen, wenn wir es schon erwähnt haben. Und dazu noch sagen, wie lange dauert das in etwa? Also wenn ich es verpasst habe, ihn rauszurupfen, um ihn zu essen?
Ja. Wie lange dauert es denn, bis er da ist etwa? Also dieses Schießen, wie lange geht dieser Vorgang? Oh, es kann schon bis zu 6 Wochen dauern, bis erstmal der Trieb nach oben kommt. Und die eigentliche Blühphase dauert dann nochmal so ein, zwei Wochen, bis das Saatgut dann gänzlich abgereift ist, weitere 3 Wochen im Prinzip. Also es ist ein langer Vorgang. Die werden auch nicht alle gleichzeitig reif. Man sieht es ja, manche sind quasi noch zu als Blüte, andere sind schon abgeblüht. Sind dann so gelbe kleine Blüten, ist nah verwandt mit dem Löwenzahn, macht ja eben auch diese Fliegerchen. Mhm. Und für die eigene Saatgutgewinnung, genau, kann ich es dann einfach abzupfen oder in einen Kissenbezug, also den ganzen Büschen nehmen, einen Kissenbezug drüber stülpen und hin und her klopfen, dann fallen mir, oder einen Eimer, dann fallen mir diese ganzen Samen also da direkt in den Eimer ab und ich kann es dann einfach über ein bisschen pusten oder so reinigen und kriege dann hier theoretisch wieder 20 Salatköpfe aus einem so einem Samenbüschel raus. Also das ist sehr, sehr ergiebig. Man kann ihn auch einfach selber verbreiten lassen. Dann hat man einfach wieder überall eigene Jungsalate und braucht die nur noch zu versetzen. Mache ich auch bei so Ursalatformen wie der Melde. Hier die rote Melde in der Vermehrung. Wenn die jung ist, macht die ganz viele tolle dunkelrote Blätter, die sich einfach toll als Salatbeigabe eignen. Genau, die ist auch sehr, sehr dankbar, samt sich selber aus. Die alten Kopfsalate haben übrigens auch echt tolle Namen. Die heißen dann Hirschzunge, Kanarienzunge, Teufelsohren, weil die oft anders als die klassischen Salate eben sehr spitz zulaufende Blätter haben und dann so ein toller großer Kopf voll mit spitzen Blättern. Haben wir gesehen? Genau. Hirschzunge in dem Fall. Ja. Salatblätter. Hirschzunge, spitze Zunge. Ja. Genau, ich habe einfach ein paar Teepflanzen, Beifuß und Zitronenverbene, türkischer Drachenkopf. Kommen hier ein bisschen ins Zwiebelige, finde ich auch eine sehr, sehr dankbare Variante. Was immer da ist, sind die Winterheckenzwiebeln. Hier wäre es noch spektakulärer gewesen. Hier wäre es noch eindrücklicher, genau. Kopfsalat in meiner Größe, genau. Also man kann dann doch, da ist Kopfsalat eine ganz neue Bedeutung, wenn er auf Kopf ist. ansonsten hier dankbar als Tipp vielleicht auch nochmal die Winterheckenzwiebel, die man quasi so lauchartig das ganze Jahr über ernten kann, auch im Frühjahr schon als erstes quasi mit rauskommt und hier doch auch solche Stangen bringt, die ich dann mit in die Gemüsepfanne reinschnibbeln kann und das immer präsent habe. Toll entdinnerte in Gemüsepfannen verwertbar und eben das ganze Leben lang im Prinzip einmal pflanzen, ewig ernten. Kommt immer raus. Eine tolle Geschichte. Wenn man es dann doch lieber in zwiebeliger Form haben will, könnte man noch auf die Etagenzwiebel bauen. Die macht nämlich ähnlich, quasi mehrjährig, dann aber Stiele in der Mitte raus und dann wachsen in der Luft quasi das Hochhaus unter den Zwiebeln, die Zwiebeln einfach zum Abpflücken. Das einfacher geht es gar nicht, da muss ich nicht mal ausgraben. Da laufe ich dran vorbei, pflücke mir diese Zwiebel ab, kann die in der Pfanne verwerten und habe auch da zwar kleiner, aber sehr feine Zwiebeln. Genau. Und nicht so scharf oder sind die? Die haben schon Geschmack. Also je nachdem, wie man sie dann auch anbrät oder so, kann man die auch sehr scharf wahrnehmen. Ja. Jetzt stehst du gerade hier unter so einer schönen Sonnenblume und man sieht überall im Garten auch Blumen. Also wenn man zum Beispiel in diese Richtung schaut, überall hat es Blumen. Bist du einfach ein Ästhet und willst es auch nochmal schön haben dazu oder hat es noch eine andere Funktion? Bei den Blumen hat es natürlich auch eine andere Funktion. Ich freue mich, wenn ich durchlaufe und es blüht, ganz klar, ist schon auch das Ästhetische. Aber ich vermehre Saatgut, deshalb habe ich auch all diese verschiedenen Flächen und möchte eigentlich, dass die Sorten sich dann nicht alle vermischen. Und jetzt gibt es zwar selbstbestäubende Arten, so wie die Art, mit denen wir hier auch arbeiten, Salate, Bohnen, Tomaten, die sich normal selbst bestäuben, aber eben nur, wenn die Bienen ansonsten genug Nahrung finden. Sonst kommt so eine hungrige Hummel nämlich auch mal auf die Idee, so eine Tomatenblüte oder Bohnenblüte aufzubeißen, würde ich auch machen, bevor ich verhungere, da an den Nektar dann ran möchte und verkreuzt mir dann also auch Sorten, die sich sonst nicht vermischen würden. Und dafür muss ich immer schauen, dass auch genug Blüten. Ich bin auch ein Insektenfreund, ich würde es auch so machen, aber in dem Fall hilft es mir auch in der Saatgutgewinnung, dass die immer einen vollen Tisch haben, dass die mir da keine Sorten durcheinander bringen. Erstmal die Insekten satt machen, ja? Genau. Gut. Ja. Okay. Hier haben wir andere Sachen noch, wie Flaschenkürbisse, ist natürlich auch so ein Urgemüse hier vielleicht, wo man später tolle Vogelhäuser draus bauen kann oder sich Lampen und Flaschen basteln kann. Früher tatsächlich ja als Gefäße noch sehr viel verbreitet gewesen. Ja, ja. Man kann es auch als gurkiges Gemüse in der Pfanne anbraten. Ich habe ja dann später überall so hohe Vogelhäuser dann draus gemacht, wo dann als Nischkasten auch dienen. Das gucken wir uns auch nochmal an. Ja. Genau. Ja. Wichtig ist immer, den Untergrund schon gleich wieder besetzt zu halten, dass da sich gar nicht erst groß die Gräser und alles ansiedeln, sondern dann immer gleich wieder mit Gründüngung oder Salaten das übrige Saatgut quasi zu begrünen, dass möglichst wenig freier Boden eigentlich da ist.
Vielleicht auch nochmal wichtig, die Frage antizipiere ich schon. Bodenvorbereitung, ja, da legen wir auch bei den Blühflächen immer großen Wert drauf, dass Menschen das machen. Was machst du hier Bodenvorbereitung im Winter oder im Frühjahr, wenn wieder was? Also genau, ich schaue eigentlich, dass der Boden immer möglichst bedeckt ist, dass man gar nicht groß austrocknet, gar nicht groß Nährstoffe ausgewaschen werden. Dann geht es darum, mir meine Mitarbeiter eigentlich gutmütig zu erhalten, jetzt nicht umzugraben und da die ganzen Wohnungsbau zu zerstören von meinen Mikroorganismen und den Regenwürmern, sondern die in ihren Schichten arbeiten lassen, dann arbeiten sie für mich am besten. Das heißt, ich bringe im Winter eigentlich nur ein bisschen Durchlüftung in den Boden. Da habe ich eine große Grabegabel, wo ich mit dem ganzen Körpergewicht reingehen kann und es einfach nur zum leicht anhebe, dass mal Luft reinkommt und arbeite eigentlich immer mit Gründüngung. Hier sehen wir jetzt blaue Lupinen oder schon wieder Asiasalate, Kopfsalate, die sich hier überall ausgesamt haben, die mir einfach den Boden bedeckt halten. Am liebsten Sachen, die ich auch nebenher noch essen kann. Und dann kann ich da quasi immer so arbeiten. Die Nährstoffe natürlich auch unterschiedlich kombinieren, wenn ich nicht immer das Gleiche auf der gleichen Fläche mache. Aber genau, das Wichtigste ist, glaube ich, nicht umgraben groß und immer möglichst grün halten. Wir kommen jetzt als nächstes zu dem großen Thema der Tomaten auch da hinten hin. Aber hier steht auch noch eine, die ja nicht, so wie ich es gelernt habe, unter Dach ist oder so. Was hat's damit auf sich? Auch nicht ausgegeizt, ein recht kleiner, wildes Exemplar. Die ist ein bisschen hinten dran, weil die sich auch wirklich selber ausgesamt hat. Das ist jetzt eine meiner Lieblingssorten, die San Viva, eine Freilandtomate, Cocktailtomate in Gelb. Zählt zu den robustesten, kann bis in Winter eigentlich stehen, wird dann irgendwann vom Frost dahin gerafft, aber die Braunfäule macht ihr recht wenig aus. Genau, und die ist also ohne Dach gezielt draußen, hat einen fruchtigen, sonnigen Geschmack, so finde ich. Und in dem da ist auch nichts vorgezogen. Die kommt dann irgendwann. Die ist an der Stelle gekommen und ich dachte, warum nicht? kann ich auch mal hier eine Tomate brauchen und gibt dann doch auch eine schöne Ernte. Ja. Gerade in einem tollen Tomatenjahr wie dieses Jahr natürlich. Ja, genau. Gehen wir hier mal durch den Blumendschungel Richtung Tomaten. Blumendschungel, ja. Ja, die sind natürlich hier auch schon zum Abschneiden. Da kommen Menschen, pflücken sich Blumensträuße. Das freut mich ja auch. Dann kommt man auch ins Gespräch und kann wieder für das Gemüse sensibilisieren und darauf aufbauen. Sollen wir verraten, wo wir hier sind? Ja, guck mal hier. steht es hier irgendwo drauf? Wo wir hier sind? Nee. In Leimnau, genau, sind wir sonst. Tettnang-Leimnau. Genau. Ja? Tettnang-Leimnau in der Germanenstraße. Kann man hier kommen. Hier sehen wir jetzt vielleicht noch die Überreste von einer Kopfsalatvermehrung. Was passiert, wenn man die also ausblühen lässt? Und der und ich jetzt quasi schon öfters, die sind so geknickt, weil ich da öfters drüber gegangen bin mit meinem Eimer, mit meinem Kissenbezug und die ausgeschlagen habe und mir hier diese ganze Samen eingesammelt habe, damit ich die wieder weiter verbreiten kann. Da wird jetzt demnächst der Wechsel stattfinden, so wie wir es weiter. Und was machst du da? Die machst du dann raus? Die kommen raus, genau. Die werde ich nochmal, da ist sicherlich noch Saatgut drin. Das heißt, die werden bei mir kurz zerkleinert und kommen dann wieder auf die Fläche, weil ich möchte jedem Samen seine Chance geben. Und dann nützt aber die dann wenn 10.000 von einer Pflanze die Chance nutzen, also dann wird es schon ein sehr dichter Kopfsalatrasen. Aber warum nicht? Ja, das ist auch Gründüngung und ich kann auch was essen. Vielleicht an der Seite noch interessant, da haben wir auch so Kandidaten, die bei mir selber kommen. Die Tomatillos, wer jetzt bei Tomaten doch immer Pech hat, kann hier auf diese Schalentomate setzen. Das ist eine Gemüsephysalis, viel, viel länger schon bekannt, vor allem in Lateinamerika, als die eigentliche Tomate. Kann man tolle Soßen, Salsas, Chutneys draus zubereiten. Wachsen, wie gesagt, von alleine, bilden hier diese großen Früchte. Also das ist eine sehr dankbare Sache, die bei uns auch keine Krankheiten bekommt. Gibt es auch in unterschiedlichen Farben, Violett, vielleicht auch einfach nochmal eine interessante Sorte. Die gucken wir uns da hinten auch nochmal an. Die hast du in deinem Gewächshaus. Die habe ich gerade kistenweise. Da mache ich meinen Jahresvorrat an Chutney gerade, was einfach doch auch irgendwie sehr schmackhaft ist. Können wir hier noch einen Blick drauf werfen, Patrick? Die Tomaten sehe ich alle in kleinen Töpfen drin. Ja, das ist jetzt kein Gartentipp. Wer das nicht machen muss, dem rate ich es jetzt eher weniger. Bei mir ist das jetzt ein Thema wegen den Erdkrebsen, also den Wehren und Maulwurfsgrillen. Und die greifen genau an der Zone an, quasi, wo jetzt die Pflanze aus dem Boden rauskommt und legen mir in der Nacht bis zu 10 Tomaten um. Die wollen alles um ihr Eigelege quasi freihalten und kappen die Tomate genau an diesem Punkt. Und um die zu schützen, habe ich mir jetzt den Kompromiss einfallen lassen. Die Tomate braucht am Anfang zwar ein bisschen länger, aber lieber habe ich schwächere Tomaten, als jede Nacht 10 zu verlieren und dann gar keine Tomaten zu haben. Das sind jetzt auch meine Freilandzüchtungen, die ich hier gezielt gegen Braunfäule abhärte und auf Geschmack und Robustheit eben selektieren. Du, wenn wir hier gerade bei Schädlingen sind, weil das auch eine Frage war, Rudolf Dilger hat die gestellt. Ja. Spinnmilben hat er im Gewächshaus und würde die gerne, natürlich Chemiekeule wäre kein Problem vermutlich, aber er will es biologisch machen. Ja. Hättest du eine Idee?
Also bei mir mache ich alles gegen alle beißen, saugenden Sachen. Eigentlich arbeite ich immer mit dem Neem. Ich war lange in Indien, habe dort den Neembaum kennengelernt. Rate aber auch dazu, jetzt nicht unbedingt diese teuren kleinen Ölfläschchen von Neemöl im Baumarkt zu kaufen. Genauso wirksam ist einfach das Teepulver, das man für den Menschen sich besorgen kann. Es ist ein sehr reinigender Tee, zugegeben sehr, sehr bitter. Aber genau diese Bitterstoffe verhelfen uns auch im Einsatz gegen Raupen, gegen Läuse, gegen Spinnmilben, eben mit dazu, dass die da die Lust dran verlieren, sich da zu bewegen oder da was abzuknabbern, und spritzt quasi mehrmals diese Neemmischung auf. Bei pilzlichen Krankheiten würde ich auf Milchwasser setzen. Das ist ein ganz normales Parkplatzprinzip. Wir ärgern uns ja auch, wenn wir keinen Parkplatz finden. Und wenn jetzt diese Milchsäurebakterien die Blätter besetzt halten, dann kann der Mehltau und die Pilzkrankheiten nicht drauf parken. Und deshalb habe ich dann auch immer eigentlich recht schöne Pflanzen, wenn man ab und zu mit Milchwasser, einfach normale Milch, 1:5 oder 1:10 verdünnt, mal drüber spritzt. Und den Tee, also ich habe das jetzt noch nie gehört. Hätten Sie jetzt gewusst, was das für ein Tee Neem-Tee, ist? Neem-Tee, genau, also N-E-E-M. Die Baumärkte haben es als Öl, wie gesagt, sehr, sehr teuer. Sonst den ganz normalen Tee als Tee aufbrühen und dann kann man es auch verdünnt einfach dann spritzen. Und dann sind wir nochmal bei den Schädlingen, Drahtwürmer. Mariana wollte wissen, wie man die biologisch bekämpft. Ja, im Boden ist natürlich immer so eine Sache, eben da kann ich dann weniger spritzen. Ich setze da viel auf Mischkultur, also je nachdem, wo man die hat, sind ja auch die Kombinationen interessant, dass man eben zu Karotten dann die Zwiebeln pflanzt oder eben Kandidaten, die sich gegenseitig die Schädlinge quasi fernhalten. Also ich habe einfach so eine große Vielfalt, dass es da eigentlich möglichst gut klappt. Ansonsten müsste man sich teilweise halt auch die passenden Nützlinge dazu holen. Also wie ich meine Maulwurfskrillen teilweise auch mit Nematoden bekämpfe, gibt es eben auch da Lösungen gegen die Drahtwürmer biologisch. Feind, also natürliche Feinde ja auch einzusetzen. Verstanden? Ja. Cool. Genau. Bei den Bohnen habe ich einiges auch schon abgeerntet. Da sehen wir an der Seite noch die alten Kohlsamenstände. Werden. Also es gibt eben einjährige und zweijährige Samenträger, ne? Also Tomaten, Salate, Bohnen, da kriege ich mein Saatgut im ersten Jahr. Aber gerade bei Kohlen, Möhren, rote Beete, da dauert es halt 2 Jahre, bis der Samen wieder rauskommt. Hier vielleicht spannend noch als schmackhafter Tipp für den Garten, für zwischendrin. Die Minifusalis, die Erdkirsche Molly in dem Fall, sieht zwar erstmal so unscheinbar aus, auch auf dem Boden jetzt erstmal so eine Pflanze, die da so vor sich hinwächst, aber hat jetzt hier wunderbare, kleine, sehr süß-fruchtige meiner Meinung nach. Gerne mal probieren. Ja, das mache ich. Minifusalis, die hier irgendwie heranreifen. Was sagt die Geschmacksprobe? Also da würde ich sagen, noch nie so eine auf dem Eisbecher gehabt. Ja, das sind ja immer diese sehr orangenen, sehr genau, künstlich schmeckenden. Genau, etwas größeren, die nie richtig reif sind, immer einen komischen Geschmack daherbringen. Ja. Die finde ich wirklich genial vom Geschmack. Man sieht schon, das ist jetzt irgendwie hier von den 2, 3 Pflanzen. Unten drin liegt noch viel mehr, was ich da manchmal irgendwie nur vorkehren muss und hier bergeweise Früchte habe. Und in der Hülle halten sie sich auch extrem lang. Also die können ruhig hier auf dem Boden dann nochmal einige Tage rumliegen. Sie sind ja geschützt. Wie heißen sie? Erdkirsche. In dem Fall Erdkirsche Molly oder eben Minifusalis. Okay. Und die trägt also schon ab Juli und im Garten toll, wenn man dazwischendrin was snacken kann oder sich da so eine Süße. Vielleicht darf man an der Stelle schon mal sagen, was wir nachher nochmal tun werden. Wahrscheinlich alles, was wir hier so sehen, könnte man auch von dir Saatgut kriegen. Weil das wäre auch so ein toller Gartentipp da. Ich probiere Sorten zu retten und wieder zu verbreiten und nichts besser, als wenn die Sorten in möglichst vielen Gärten wachsen. Darum geht's. Und am besten die Leute auch wieder selber Saatgut machen und verteilen. www.tatgut.de genau. Oder so ähnlich, gell? Tatgut.de, genau, das ist ja die Seite. Perilla ist zum Beispiel eine schöne orientalische Ergänzung in Richtung Basilikum, hat aber sowas von Kreuzkümmel, wo irgendwie tolle Gewürzmischungen möglich sind bei einigen Gerichten. Und riecht dann toll, so für ein asiatisches Gericht kann man sich das ja gut vorstellen. Ja, genau. Ja, die nutzen es viel auch in Japan und so Richtung Sushi sind die da viel unterwegs. Achtung, Tomatentunnel ist etwas klein. Tomatentunnel, also ja, wo... Jetzt sind wir im Tomatentunnel. Ja, das kriegen wir sicherlich auch schön eingefangen. Ich habe im Garten halt, ich habe in der Saatgutsammlung, sage ich mal, so 300 Sorten Tomaten. Man sieht sie schon hier in ganz unterschiedlichen Farben und Formen. Oft haben die dann teilweise unten dann auch erstmal die schönen Färbungen. Und bis zu 40, 50 Sorten bringe ich halt im Jahr dann raus und kann die hier quasi weiter vermehren. Und jedes Jahr sind andere Sorten dran und ich selektiere die hier halt auf Geschmack, auf Farbe, Form. Und probiere die tollsten Sorten dann auch wieder irgendwie drauf aufmerksam zu machen. Tomate weiß ja eigentlich fast jeder, dass da riesige Geschmacksunterschiede gibt. Ja. Da ist sehr eindrücklich, wie unterschiedlich der Geschmack im Vergleich zu den Supermarktkandidaten ist, wenn man so sagt. Aber es ist interessant, also du hast vorher erzählt, sagen wir mal, Größenordnung 10.000 Tomatensorten sind existent. Ja. In einem normalen Supermarkt kauft man
5 verschiedene, wenn es gut genau, läuft, oder ja. wie? Mehr nicht. Die sich manchmal nur farblich unterscheiden, aber nicht arg im Geschmack. Warum ist es so? Ist es zu aufwendig, das zu machen? Oder warum verzichten wir freiwillig auf Geschmack? Ja, nicht freiwillig. Ich meine, die Leute vermissen nicht, was sie nicht kennen. Ich denke, bei Tomaten war es dann sehr eindrücklich. Irgendwann haben die Tomaten eigentlich echt sehr stark nach Wasser geschmeckt. Und erst, wo dann wieder durch die eigene Anbau, das Tomate ist auch die Kultur, die in den deutschen Gärten am meisten zu finden ist, die Leute draufgekommen sind, da stimmt was nicht. Das ist irgendwie komisch, wenn ich da so Anti-Matsch-Tomaten habe, die ich zwar irgendwie 6 Wochen im Kühlschrank liegen haben kann, aber die eigentlich nur Wasserbomben sind. Ja. Da fehlt was. Da sind dann die Supermärkte wieder ein bisschen aktiv geworden. Jetzt sind sie wieder süßer geworden. Aber in der Wirtschaft geht es halt um Ertrag. Da geht es darum, dass die Dinge lang haltbar sind, dass ich es um die ganze Welt schippern kann. Ja. Wenn ich auf Ertrag züchte, dann geht es manchmal zum Leid der Inhaltsstoffe. Bei der Tomate hängt zum Beispiel viel Geschmack auch mit dem Grünkragen zusammen. Also manche Tomaten haben obendran so ein bisschen Grün, das, was wir da auch rausschneiden. Ja. Und aus optischen Gründen... Die hatte das hier sehr stark. Genau, aus optischen Gründen hat man das dann weggezüchtet. Ja. Aber in dem Moment, wo ich das wegzüchte, verliere ich dann auch die Geschmackskomponenten. Dann damit man nicht so viel, weil man das nicht essen kann, oder man kann es essen, aber es schmeckt einfach nicht toll so. Aussieht auch. Also diese Werbeplakate, da muss die Tomate einfach perfekt rot und rund sein. Und das stört es, wenn da oben irgendwie so ein grüner Kringel dran ist. Aber du hast gerade gesagt Wasserbombe. Ich sehe hier so eine Art Wasserbombe, so eine grüne. Ja, aber die ist ja zumindest schmackhaft. Also ja, genau. In einem Hitzejahr wie dieses Jahr sind natürlich die Gewinner schon die Tomaten, aber auch sowas wie Melonen. Ich habe gerade kistenweise Melonen, wo ich nicht hinterherkomme, die jetzt hier auch sehr, sehr gut gedeihen in solchen Jahren. Genau, die kann jetzt bei mir hier auch mal in die Höhe klettern. Da nutzt man halt unterschiedlich den Platz. Ist ja auch erstaunlich, was eine Pflanze am Ende kann, dass die, wie viel wird die wiegen nachher? Schnell mal ein Kilo oder so. Ja, so teilweise Ding hier hängt. Unten drin liegen ja schon mehr, also das geht weit über ein Kilo. Also ich habe schon Tomaten mit 1,6 Kilo pro Frucht. Also eine Tomate, so eine Melone, die bringt es auch auf 5 bis 10 Kilo, wenn es gut läuft. Ich habe auf anderen Standorten auch solche Wassermelonen. Ja. Das ist schon faszinierend. Also gerade die Kürbisse und so sind da natürlich sehr interessant. Ja. Gefährlich hätten wir hier zum Beispiel auch noch die Litschi-Tomate. Die wehrt sich, wenn man sie ausgeizen will. Die hat hier also extreme Stacheln. Ah. Man sagt deshalb auch Menschenfresser-Tomate. Das war den Europäern damals auch erstmal ungeheuer, was hier an komischen, gefährlichen Früchten wächst. Die hat so was Fruchtiges, schmeckt ein bisschen so nach Kirsche auch. Einfach zeigt die Vielfalt an Geschmackskomponenten. Oder auch hier unten drin, vielleicht erstmal sieht man nur Blätter, aber unten drin hängen dann die Früchte. In dem Fall eine Kiwano, sogenannte Stachelgurke. Die isst man später wie eine Kiwi, schneidet die in die Hälfte, wenn sie knallgelb ist, und löffelt die so aus. Ist auch irgendwie eine sehr, sehr ziervolle Form. Hier zwischendrin, was hast du da? Ja, da hat wahrscheinlich die Maulwurfsgrille doch mal eine Tomate erwischt. Dann habe ich was anderes nachgepflanzt. In dem Fall einen Malabar-Spinat. Der hat diese wundervolle Violettfärbung, macht später auch Beeren, die ganz violett quasi Gerichte färben. Und man isst im Prinzip diese sukkulenten Blätter, die haben sowas Nussiges, sind also ein bisschen dicker auch und nutzt sie als Sommerspinat, einfach kurz angedünstet in der Pfanne. Genau, und sieht wunderschön aus. Für Menschen, die nicht so viel Platz haben im Garten, die können dann auch so Balkonvarianten von Tomaten nehmen. Da finde ich es auch immer erstaunlich, was diese kleinen Stöcke doch schon hervorbringen. Die kann man wirklich auch in einem Blumenkasten oder so dann mal unterbringen, wenn man jetzt keine 2 Meter Platz hat. Ja, werden nicht mehr höher als das. Nee, die werden nicht höher. Und haben mehr Tomaten als Blätter. Ja, genau. Und solche, wie heißt denn sowas hier? Schau mal, das ist ja gar nicht das Gefühl. Also würden für manche vielleicht, wenn man es irgendwie so liegen sieht, auch erstmal gar nicht so direkt als Tomate erkennen. Könnte man sie jetzt auch irgendeine Pfirsichfrucht oder Pflaumenart vorstellen. Ja, genau. In dem Fall, genau aus dem Englischsprachigen, hier die Little Fussy Blue Ball. Die hier eine ganz spannender Name, das merkt man, das kommt aus dem Hobbyzüchterbereich dann auch und hat hier aber eine ganz schöne Färbung, wo ich mir natürlich tolle Tomatensalate und so auch draus machen kann. Ja. Schöne bei der Saatgutgewinnung, das zeigt man nachher, ist ja, dass ich auch noch meinen Jahresvorrat an Tomatensauce einmachen kann. Ja, das wäre auch nochmal eine wichtige Frage, weil du hast natürlich sehr, sehr viel zur gleichen Zeit. Jetzt wirst du aber auch nichts verkommen lassen. Klar, du machst viel Saatgut, das Ausreifen, aber trotzdem wird es noch zu viel sein, um es essen zu können. Hast du da noch Tipps, wie man durch den Winter kommt, mit dem, was man im Sommer erntet? Möglichst viel halt konservieren. Also viel einmachen, das ist ja eigentlich schnell gemacht. Oft geht es ja nur darum, die Dinge heiß zu machen und einzufüllen. Oder für die ganz gemütlichen ist vielleicht auch noch ein Platz in der Gefriertruhe. Also so ein Zuckermais und alles, den brauche ich einfach nur als Ganzes so in das Gefrierfach geben. Und im Winter hole ich ihn halt wieder raus. Ansonsten selbst eingekochte Tomaten und Soße und so ist natürlich ein Traum, wenn man die Sommeraromen dann auch im Winter
nochmal genießen kann. Und eben bei der Saatgutgewinnung fällt es oft als Nebenprodukt an. Mhm. Und dann kann ich es eigentlich gerade noch irgendwie mit schnell einmachen. Aber auch selbst, das ist alles ein bisschen verloren gegangen, das Wissen. Selbst eingelegte Gurken, Tomaten, mhm. Chutneys und Sachen. Marmeladen machen noch manche, aber so Gemüse konservieren. Die Knollen und so, die muss ich eigentlich ja nur in eine Sandkiste reinpacken und kann die dann im Winter wieder rausziehen. Es gibt auch echt viel Wintergemüse, das wäre auch noch so ein Anliegen von mir. Garten ist keine Sommersache und man muss nicht da aufhören, wo man dann im Sommer eh nur im Urlaub ist und dann im Herbst die Beete abräumen und irgendwie in den Winterschlaf gehen, sondern Garten ist eigentlich was Ganzjähriges. Da kann ich so viele tolle Kulturen, Barbarakresse, Kohlarten, Wintersalate, Asiasalate auch den ganzen Winter beernten. Ja. Und tolles Grün, frisches Grün, wie es die Supermärkte nicht hinbekommen, irgendwie bei mir auf den Teller holen. Das bringt mich auf die Idee übrigens, Patrick, das müssen wir noch machen, für die Teilnehmerinnen unserer Blühkampagne, dass wir da nochmal solche Tipps geben, wie man fermentiert möglicherweise einweckt oder solche Dinge. Das Wissen ist halt auch verloren gegangen. Genau, macht man dann nicht mehr. Ja. Aber schau mal hier, wie man durch so einen Blumenspalier laufen kann, ist das toll hier. Das ist also wirklich zum Anlocken der Insekten, aber auch zum Anlocken der Menschen hier vorne dran ein bisschen das Thema, dass hier immer genug bunt ist und ich dann auch auf mein Thema der Saatgutgewinnung hier zu sprechen kommen kann. Das ist toll. Ja, dann kommen wir hier zu deinem Marktwagen. Ja, für den Markt fehlt mir meistens gerade noch die Zeit, aber in der Form fahre ich viele Dinge dann halt auch ein, um dann auch mich der Saatgutgewinnung zu widmen. Dann wollen wir uns das mal anschauen, was hier noch so alles ist. Ja? Also vor allem war jetzt das ganz wichtige Thema, die Frage ist uns mehrfach gestellt worden, wie wir aus den Tomaten, also wie wir die Samen gewinnen können, die diesen gallertartigen Kern haben. Das gilt ja wahrscheinlich ein bisschen für die Gurken, für die Tomaten, Zucchini, all das. Ja. Genau. Also das muss man ja auch erstmal nochmal sich so verinnerlichen, dass das, was da in den Früchten drin ist, auch wirklich die Samen sind. Das kriege ich auch oft als Frage, ja, sind denn wirklich diese Clipper-Sachen da drin? Kommen da wieder die Tomaten raus? Können manche gar nicht glauben, wie viele Tomaten eigentlich dann wieder in einer so einer Frucht stecken. Und wenn ich jetzt hier Saatgut machen möchte, unterscheidet man immer, mache ich eine Trockenaufreinigung von Saatgut oder mache ich eine Nassaufreinigung? Und bei vielen Früchten trocknen die Samen halt ganz trocken ab. Da muss ich dann auch kein Wasser ins Spiel bringen, da muss ich eigentlich nur die Samen absammeln und so trocken, wie sie sind, bestmöglichst einlagern und nächstes Jahr wieder aus. So hat man es bei den Bohnen und auch bei den Salaten, die jetzt ja auch in den Garten hoffentlich gewachsen sind. Anders bei Früchten, die Flüssigkeit mitbringen, so wie der Tomate, da sind wir dann bei der sogenannten Nassvergärung. Natürlich kann man die einfachste Variante sich da so ein paar Samen rausnehmen, auf sein Küchenpapier trocknen und nächstes Jahr das Küchenpapier wieder im Boden stecken. Hat aber den Nachteil, wenn ich diese Klipperschicht dran lasse, dann braucht es viel länger, bis es nächstes Jahr keimt und ich kann es auch nicht so lange lagern. Wenn ich die Klipperschicht wegmache, halten sich Tomatensamen auch gute 10 Jahre. Also wenn ich die richtig lagere, gar kein Problem. Und es ist eigentlich nicht so viel Aufwand, weil ich muss einfach nur diese Tomaten zum Beispiel halbieren, ausdrücken, dass die Samen und das Fruchtwasser rauskommen in so ein Glas und dieses Glas 3 Tage stehen lassen. Ich kann es jeden Tag vielleicht noch einmal so drüber schwenken, wenn ich es beschleunigen will, auch noch eine Prise Zucker oder Hefe dazugeben und kriege dann diese Nassvergärung, wo sich jetzt der Same von dem Glibber löst und der Saatgut sich am Boden absetzt. Also hier am Boden habe ich jetzt die reinen Körner und diese Hülle, diese Glibberschicht, die schwimmt jetzt hier im Fruchtwasser mit. Und dann muss ich nach den 3 Tagen, wo ich ja eigentlich jetzt keine Arbeit hatte, nur dieses Glas mehrmals mit Wasser aufgießen, vorsichtig abkippen. Dann habe ich unten die ganz reinen Körner. Da ist nichts mehr dran. Die kann ich in einen Teesieb geben oder einen Kaffeefilter irgendwo aufhängen zum Trocknen. Habe 10 Jahre lang mein Tomatensaatgut. Das auch 10 Jahre lang im Idealfall keimfähig wäre? Absolut. Wenn ich es trocken und kühl lager, also eben am besten auch wieder in einem leeren Marmeladenglas, wenn es gut getrocknet ist, dass keine Luftfeuchtigkeit hinkommt und eher kühl, also in einem Keller oder Kleiderschrank. Wenn man es ganz drauf anlegen will, kann man es auch einfrieren, dann hält es auch 50 oder 100 Jahre. Aber dann kommt die Pflanze wieder in Verwirrung, wenn sie dann doch mal gepflanzt wird. In der Zeit tut sich ja doch so einiges im Klimawandel, dass sie eigentlich doch jährlich am besten raus sollten. Gut aufgepasst, das sind jetzt alle, denen die Baselbieter Röteli so gut geschmeckt haben. Genau. Die könnten das jetzt auf diese Weise machen. Genau. Bei den Gurken ist es da so ähnlich? Bei den Gurken ist es ähnlich, die erreichen dann aber erstmal auch eine stattliche Größe. Das ist jetzt also auch eine Gurke, die hätte jetzt hier ein gutes Format für einen Gurkensalat. Natürlich leidet die Kulinarik oder später werden sie ein bisschen süßlicher. Das hier sind auch Gurken, die Urformen waren zum Beispiel auch weiß. Also es ist noch gar nicht so lange, dass Gurken grün sind, sondern früher hat man halt auch solche Gurken gehabt. Und da haben wir jetzt das gleiche Thema, wenn ich die aufschneide, dann habe ich diese klipprigen Samen. Mach aber das gleiche wie bei den Tomaten. Zieh also die Mitte mit dem Löffel raus, gebe die in ein Glas. Lass die 2 Tage stehen, schwenkt die ein bisschen
Und kriege dann die reinen Körner. Ich kann sie gerade auch mal noch ins Bild halten. Mhm. Ich habe mir solche Siebe gebaut, weil ich ja doch immer mehr Samen habe. Aber da ist jetzt also von Glibberschicht nichts mehr zu sehen. Die lasse ich dann also noch mal eine gute Woche oder so an der Luft trocknen. Nicht unbedingt in der Sonne, das wird denen teilweise zu heiß. Aber so kann ich sie dann einlagern oder in meinem Fall wieder in die anderen Gärten verbreiten. Ich habe auch da Gurkensamen. Interessanterweise haben wohl die beste Keimfähigkeit nach 3-4 Jahren. Also da ist sogar noch nicht mal so, dass das frische Saatgut das Beste ist, sondern ein bisschen liegen lassen. Genau, ein bisschen liegen lassen. Sehr schön. Wir haben hier, da streuen wir mal noch zwei Fragen ein. Einmal Hühnermist fürs Beet, fragte Michaela Ostermeier noch. Was gibt es dabei zu beachten? Dass er nicht zu frisch ist. Also Hühnermist hat sehr, sehr viele Nährstoffe, ist sehr scharf, sagt man auch. Mhm. Und man kann die Pflanze damit auch überfordern. Also wenn der scharfe Dünger direkt an die Wurzel kommt, verbrennt die Wurzel sozusagen. Das heißt, da wäre es wichtig, dass der abgelagert ist. Einfach mitkompostiert ist zum Beispiel oder ein paar Monate irgendwo liegen konnte, dass er gut durch ist. Und dann ist Hühnermist an sich natürlich ein toller Dünger. Oder wenn er dann doch frisch sein soll, halt gut trocknen und sehr, sehr fein dosiert ausbringen. Okay. Dann wurden wir gefragt, in der Nähe von Bäumen, wenn man da Gemüse anbauen will, wie groß sollte der Abstand zu Bäumen sein? Wahrscheinlich Schattenfrage. Genau, Schattenfrage. Ja. Licht ist also schon ein großes Thema, das ich im Garten viel steuern kann. Wenn Sonne hinkommt, dann geht es auch gut unter den Bäumen. Also da gibt's schon, die ziehen natürlich Wasser, da muss ich vielleicht dann doch auch mal gießen. Ich merke es im hinteren Bereich, wo diese große Birne hier steht, dass die auch Wasser braucht. Aber das geht normalerweise gut. Man kann vielleicht auch zum Beispiel Stangenbohnen oder so nutzen, dann eine Schnur hochspannen, dass die sogar in den Baum rein, also den Baum sich zunutze machen, dass der da reinkrankt. Es gibt tolle Flaschenkürbisse, die hier, die teilweise komplett in den Baum reinwuchern und dann überall in dem Baum diese Kürbisse hängen. Das ist auch ein tolles Bild. Das ist, vielleicht, ich wollte ihn da vorher hochnehmen. Ja, wirklich leicht. Ja. Ist ja schon komplett vertrocknet. Der ist von letztem Jahr, genau. Der ist jetzt quasi komplett vertrocknet über den Winter. Und hat innen drin noch die Samen. Die hole ich mir dann raus und mache dann ein Vogelhaus oder eine Lampe draus. Okay. Genau. Dann hatten wir noch von Rettichsamen, hat noch eine Dame gefragt. Wie geht das und wie sieht es aus? Hast du sogar welche liegen? Hier sind sogar welche liegend. Genau. Wie es der Zufall will. Die habe ich ja letztes Mal rausgenommen. Genau. Ja. Rettich, wenn der schießt, macht er solche Blütenstände. Blüht erstmal wunderschön, manche violett, manche weiß und macht dann diese Schoten. Und interessant finde ich eigentlich, dass die Schoten schmecken mir viel besser als die Rettichgewächse oft. Also so ein Radieschen muss ja immer hinterher sein. Wann ist der Zeitpunkt? Wann wird es holzig? Wann kann ich es aus dem Boden holen? Und aus einem Radieschen kommen 100 solche Kapseln. Und die Kapseln in jungem Stadion, also wenn die grün sind, schmecken absolut nussig, auch so ein bisschen radieschenartig und sind viel ergiebiger, als jetzt dieses eine Radieschen zu essen. Und ansonsten, wenn ich Saatgut haben will, lasse ich es einfach abtrocknen und kann also das ganz lange auch nur auf dem Acker lassen und hole mir am Ende diese Kapseln, wo dann hier die Samen dann drin stecken. Die kann ich dann auspusten und kriege dann hier meine neuen Rettich- oder Radieschenkörner. Okay. Dann haben wir eine Frage gekriegt, die habe ich gar nicht so richtig verstanden. Fragt jemand, wenn der Salat schießt und dann blüht, dann sollte man die Samen nicht nehmen, war die Vermutung, weil der Salat, der da rauskommt, der schießt dann wieder. Aha, bei Salat... Also bei Salat gar kein Thema, man möchte, also bei mir geht es ja um samenfeste Sorten. Da ist ja nochmal der Unterschied zu dem Hybrid-Samen, dass diese Sorten eigentlich immer gleich bleiben und man möchte eigentlich ja das eigene Saatgut gewinnen. Mhm. Und das ist gut, wenn der Kopfsalat quasi blüht. Nur sollte man quasi Salat schauen, dass der quasi nicht schießt, bevor er einen Kopf gebildet hat. Wenn ich den Kopfsalat als Kopfsalat möchte, nehme ich quasi nur Saatgut von den Köpfen, die auch erstmal einen Kopf gemacht haben. Mhm. Ähnlich bei einer Möhre, wenn es da Möhren gibt, die gleich anfangen zu schießen, aber keine Möhre unten dran haben, würde ich genau das vermeiden, davon Saatgut zu nehmen, sondern nur von denen, die davor auch gut als Frucht aussehen. Bei mir werden immer die nicht so schönen Pflanzen aufgegessen, die nicht dementsprechend, was sie sollen, und die schönsten werden eben zu Saatgut. Ja. In der Hoffnung, dass dann wieder so ein schönes Saatgut rauskommt. Genau, dass wieder schön rauskommt. Ja. Wir hatten vorher schon mal angesprochen, also wahrscheinlich wissen Sie das zu Hause, die meisten von Ihnen schon, aber trotzdem gibt es da immer Unsicherheiten. Was ist eigentlich hybrides Saatgut? Was ist samenfestes Saatgut? Kannst du da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Weil da gibt es Unsicherheiten. Ja. Ist zum Beispiel das hybride Saatgut, wäre so eine konkrete Frage, ist das dann gentechnisch behandelt zum Beispiel? Oder wie da kann ich schon mal beruhigen. Europa hat sich bisher doch gegen die Gentechnik entschieden. Es gibt Versuchsfälle oder die Schweizer lassen es ein bisschen zu, aber bei uns sollte eigentlich keine Gentechnik verbreitet sein. Hat also mit dem nichts zu tun, aber Hybride sind streng getrennte Inzuchtlinien, die quasi dann einmal, also über Jahre selbst bestäubt werden und dann einmal gekreuzt werden und dann
die in der F1-Generation, man erkennt die also auch auf dem Tütchen, da muss per Gesetz eigentlich F1 draufstehen, wenn es so ist, einmal dieses Resultat hervorbringen, wie es versprochen ist. Also diese Inzuchtlinien freuen sich dann wahnsinnig, wenn sie nach so vielen Zeit mal wieder zusammenkommen dürfen und bringen uns dann Eigenschaften, die vor allem aber auf die Industrie ausgerichtet sind. Also da geht es um Homogenität, dass die Pflanzen alle gleich aussehen, Uniformität, dass auch die Früchte quasi alle gleich reifen und Stabilität, dass die Sorten gleich bleiben. Und das ist halt für die Industrie wichtig, dass der Ertrag sehr hoch ist, dass sie alle gleich sind für den Supermarkt, dass man sie um die ganze Welt schippern kann und dass die Landwirtschaft mit Sorten arbeiten kann, wo die Maschinen auch so funktionieren, dass der Zuckermais an einem Tag abgeerntet werden kann oder die Kopfsalate in Lieferwagen gesteckt werden können und los geht's. Ich weise immer darauf hin, dass im Hausgarten oft andere Ziele wichtig sind. Da möchte ich es eigentlich nicht um die ganze Welt schippern. Ich möchte auch nicht, dass alle meine Kopfsalate am gleichen Tag anfangen zu schießen oder mein Zuckermais alles in einem Tag eine riesen Grillparty geben muss, sondern da soll es ruhig diverse sein. Da darf ja auch mal jeder Salat anders aussehen. Da darf ja auch mal irgendwie das über lange Zeit reifen. Ich möchte ja nicht alles auf einmal. Und mir geht es da ja vor allem um Geschmack, ob da jetzt vielleicht nochmal 5 Tomaten mehr dranhängen oder nicht, ist mir hinten angestellt, wenn die nur nach Wasser schmecken. Sondern mir sind da Formen, Farben, Vielfalt. Das ist einfach toll. Lebensmittel geht es nicht nur um Kalorien, sondern geht es auch um Lebensqualität. Und dann hat man den, also klar, angenehmer ist es natürlich, ich könnte auch aus einer wohlschmeckenden Tomate, aus einer wohlschmeckenden Frucht selbst das Saatgut wieder gewinnen und weitervermehren und im nächsten Jahr wieder aussehen. Jetzt gibt es aber dazu ja auch noch diesen Begriff der alten Sorten. Was hat es damit nochmal auf sich gegenüber möglicherweise auch samenfesten jüngeren Sorten? Ja. Das ist einfach dann ein geschichtlicher Verlauf. Also bei den alten Sorten ist man sich noch relativ sicher, da war die Hybridzüchtung nicht so weit, dass es einfach alles samenfeste Sorten sind. Bei den modernen Sorten muss man sehr darauf achten, weil eben aus Ertragsgründen, diesem Preisdruck, der auch in Deutschland herrscht, die meisten, selbst im Bio-Segment, dann doch mit Hybridsorten arbeiten. Mhm. Und wenn man selber Saatgut vermehren will, muss man als Grundlage halt eigentlich eine samenfeste Sorte nehmen. Alt ist jetzt auch ein bisschen relativ, wenn wir drauf schauen, was könnten wir in Europa essen, wenn wir es als klassisch alt definieren, wären wir bei Rüben, ein paar Zwiebeln, ein bisschen rote Beete und Kohl. Und keine Kartoffeln. Keine Kartoffeln, keine Tomaten, keine Kürbisse, kein Mais. Das ist alles dann erst zu uns gewandert. Ja. Die Vielfalt, die wir jetzt genießen können. Vieles kommt ja auch, also Zucchini, meine Großeltern kannten keine Zucchini, ist dann mit den Nachkriegszeiten mit den Italienern gekommen, jetzt etablieren sich auch, also es ist immer in der Dynamik, immer in Bewegung. Und das Samenfeste verleiht einem einfach eine gewisse Unabhängigkeit. Jetzt sind es noch 3 Konzerne auf der Welt, die entscheiden, was auf die Teller kommt. Das ist im Großen ein bisschen schade, finde ich wichtig, dass man da bei so einem Grundbedürfnis wie Nahrungsmittel das nicht so stark vorselektiert bekommt, was auf die Teller kommt. Jetzt gucke ich mal hier so ein bisschen um die Ecke rum, Moritz, und ich schaue dich an, ob wir noch irgendwelche Fragen zu beantworten haben. Keine Fragen mehr, okay. Es klingelt auch 8, dann kommen wir vielleicht schon so langsam zum Ende. Ich hätte jetzt nur nicht gerne gehabt, dass noch spannende Fragen sind, die ich hier nicht sehe, die wir unbeantwortet lassen. Also Patrick, ich glaube, das war ein wahnsinnig schneller Parforce-Ritt, wie man das so schön nennt, durch den Gemüsegarten. Wahnsinnig schnell. Wer wird die Aufzeichnung dieser Stunde auch nochmal nacherleben können? Wir haben das mitgeschnitten und bereiten das noch ein bisschen auf. Können Sie in ein paar Tagen dann auch nochmal anschauen, weil es mit Sicherheit Inhalte gab, die waren so schnell von dir erzählt. Aber es war einfach toll und wieder so bereichernd. Vielen Dank, dass wir auch da sein durften und dass du uns deinen Garten gezeigt hast. Jetzt haben wir was. Der Moritz, der ist ja da immer unglaublich. Moritz vom LEV hat ja nicht nur den Job beim LEV, sondern er ist auch ein Moorfrosch-Botschafter. Also das müssen wir jetzt mal in die Kamera halten, wenn wir zeigen. Also da gibt es auch diese Taschen, die er extra gemacht hat, weil das ein großer Fan des Moorfrosches ist. Er geht durchs Fernsehen rauf und runter auch inzwischen mit diesem Thema. Und da ist auch noch eine wunderbare Tasse für dich drin, lieber Patrick. Schau mal. Oh. Auch, und wow. Du merkst wohl, also emailliert und innen bedruckt. Super, vielen Dank. Mit dieser Tüte zusammen. Ganz lieben Dank, dass wir hier sein durften. Ja. So, und an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Frage haben Sie ja schon gestellt und auch beantwortet bekommen. Ja, wir, / Patrick, ist sehr interessiert an Ihrem Saatgut, wenn Sie da was übrig haben. Das können Sie schicken an den LEV Ravensburg in der Frauenstraße 4, 88212 Ravensburg. Da geht es insbesondere natürlich um die Bohnen, die wir dieses Jahr von dir hatten, die Vielfaltsretter und Vielfaltsretterinnen unter Ihnen. Und alle, die da was einschicken, nehmen an einer Verlosung teil. Moritz, jetzt glaube ich ihm einfach mal, dass wir 3 Bücher verlosen. Ist jetzt mal so gesagt. 3 Bücher werden verlost. Und zwar ist es der Titel Unsere Gartenschätze im Südwesten.
Und das Saatgut sollte, macht es Sinn, wenn wir 30. November sagen? Da ist das meiste durch. Da soll das meiste durch sein, ja. Da haben wir es dann. Also Einsendeschluss 30. November 2022. Und dann werden drei Gartenbücher verlost, unsere Gartenschätze im Südwesten. So, eine Frage wollte ich dir auch noch stellen. Wenn man einen Gemüsegarten anlegt, dann hat es ja nicht nur diese geschmackliche Komponente, sondern es hat eigentlich auch noch eine Biodiversitätskomponente, oder? Absolut. Also da geht es natürlich um ganz viele, den ganzen Facettenreichtum, das das Gemüse mit sich bringt. Also zum einen diese Lebensqualität, auch eine Bewahrung von Kulturgut, wenn man mit alten Sorten arbeitet, quasi das fortzuführen, was unsere Vorfahren gemacht haben. Und ganz wichtig eben auch die Biodiversität, also dass man das auch mit in den Agrarbereich und in den Gartenbereich denkt. So blühendes Gemüse, blühende Zwiebeln, Lauch, Karotten sind wahnsinnige Insektenmagneten. Ja. Wenn man eben auch das gerade kombiniert wieder mit der Saatgutgewinnung, man kennt von den wilden Möhren, aber wenn so eine Speisemöhre mal blühen darf, ein Dollenblütler, wahnsinnig viele Insekten los. Und das wäre höchste Zeit, dass man da die Biodiversität auch weiter in die Gärten, vor allem auch auf die Landwirtschaftsflächen denkt. Je mehr Vielfalt wir da etablieren, desto mehr tun wir nicht nur uns Gutes mit der Vielfalt, sondern gerade auch wieder der ganzen Insektenvielfalt, in der Naturvielfalt, den Tieren. Aber man muss eben was tun. Ja, und da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber ganz kurz ein Dankeschön. Ein Dankeschön einmal an den Moritz, weil dem Moritz muss ich einfach immer Danke sagen. Das ist ein so toller Partner in diesem Projekt vom LEV. Sitzt da hinten, kann man jetzt nicht sehen. Vielleicht schwenkt er hin. Ihr schwenkt hin. Da sitzt der Moritz. Vielen Dank, dass du das immer alles so toll mit uns machst. Die ganze Kampagne hätte wahrscheinlich nicht stattfinden können, wenn die Sparkasse nicht dabei wäre. Die Sparkasse, die das Naturvielfaltprojekt, die Biodiversitätsstrategie des Landkreises Ravensburg maßgeblich unterstützt. Wenn wir die nicht hätten, könnten wir es wahrscheinlich auch nicht machen. Und dann Technik. Das ist was, was wir so, wenn ich in diese Richtung schaue, so auch noch nicht erlebt haben. Das sind die Werwölfe, Meerwolf Media aus Bad Wurzach. Nee, Wolfegg ist es. Wurzach ist schon richtig. Und das ist unglaublich, was diese Jungs hier hingestellt haben. Wir haben da wenig geprobt, ne? Aber hier ist eine Technik, die wahrscheinlich bei Ihnen auch angekommen ist. Es hat alles funktioniert. Werwölfe, super, das machen wir wieder. So, und jetzt habe ich ja schon gesagt, also man muss, wenn es zu einer Veränderung kommen will, zu einer Transformation, dann muss man auch was tun. Ja. Weil wenn man nichts selber täte, dann wäre es ungefähr so, habe ich gelesen, wenn man zum Bahnhof geht und auf ein Schiff wartet. Also in diesem Sinne, machen Sie was, gehen Sie weiter in Ihre Gärten. Wir freuen uns, wenn Sie bei der Kampagne teilnehmen. Nächstes Jahr gibt es weiteres Gemüse. Gehen Sie auf unseren Newsletter, tragen Sie den Verteiler ein, dann werden Sie informiert. Wunderschönen guten Abend, ab und zu mal Tatgut gucken. Den Schaugarten kann man auch immer selber besuchen. Entschuldigung. Wenn man hier mal das live sehen möchte, genau, kann man auch einfach hier nach Leimnau kommen. Kommt, dann hau mal die Adresse raus. Ist in der Germanstraße in Leimnau, in Tettnang, genau, wo man sich jederzeit selber bewegen kann. Ansonsten gebe ich auch Führungen, wo wir dann noch ein bisschen mehr Zeit haben wie heute. Und da kann man sich einfach anmelden. Die Termine findet man auch bei Tatgut auf der Homepage. Ja. Freue ich mich immer über Interesse. Vielen Dank auch von meiner Seite für den heutigen Abend und die tolle Zusammenarbeit, dass wir das zusammendenken. Nicht nur Blühfläche, sondern auch die Vielfalt an Gemüse und die ganze Ganzheitlichkeit. Macht mir sehr viel Spaß und hoffentlich genau auch Ihnen daheim, zu Hause, dass wir heute einiges mitnehmen konnten. Genau. Und wir gehen jetzt ans Abendessen. Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch.